Tja. Irgendwie war zwar beim Friseur, aber ein bisschen durchgenudelt sehe ich schon aus. Heute herzlich willkommen hier in meinem Kleingarten in Berlin-Pankow, inklusive klassischer DDR-Laube, ist mal wieder das nächste Frühlingswochenende angetreten hier und es hat sich einiges getan. Es ist mittlerweile Mitte April und das heißt, schnell noch mal Rasen mähen, bevor im Mai der No-Mow-May kommt. Also der Mai, in dem ich den Rasen nicht mähe, damit der Klee schön blühen kann und so weiter und so fort. Was derzeit auch schon schön am Blühen ist, das ist der Rhododendron. Sah letztes Mal schon richtig toll aus und auch jetzt sieht es hier richtig gut aus. Aber es gibt noch einiges mehr zu sehen hier im Garten und ich glaube, ich muss mir erstmal was anziehen, weil es, obwohl die Sonne scheint, relativ kühl ist. So, es ist mal wieder Gartenzeit und das bedeutet jetzt im Frühjahr vor allem erstmal aufräumen und die Beete in Schuss bringen. Ja, also hier das Beet, wo im letzten Jahr alles Mögliche wuchs, da werde ich ganz viel Beikräuter jetzt mal rausnehmen. Auch wenn es mir natürlich immer wieder schwerfällt in meinem kleinen süßen Naturgarten. Aber da soll ja auch ein bisschen was an Gemüse wachsen in diesem Jahr. Ich bin mir noch nicht sicher. Oder die Kartoffeln. Vielleicht mache ich die Kartoffeln hier hin. Da habe ich ja auch schon diverse hier. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee, glaube ich. Aber erstmal muss ich mich darum kümmern, dass hier wirklich die Unkräuter rauskommen. Und da habe ich mich schon bewaffnet mit den Handschuhen. Ist nämlich heute auch gar nicht so warm. Da sind die Handschuhe ganz praktisch. Und einem Grupper? Ist das ein Grupper? Was würdet ihr zu diesem Gerät sagen? Für mich ist das klassisch ein Grupper. Und da kann ich hier einiges mal lösen, was so wächst. Super viele Sachen, wie auch die Minze, die sich hier immer krass ausbreitet. Ja. Aber es gibt immer noch ein paar Zwiebeln sogar, die hier stehen. Ich weiß nicht, würdet ihr die eigentlich noch essen? Ja, und jetzt zeige ich euch mal, warum das besonders schwer ist, manchmal hier voranzukommen im Kleingarten. Mach hier ja gerade so Beikräuter aus diesem Beet raus. Und es war vielleicht nicht so klug, vorher die gebrauchte Erde aus dem letzten Jahr von den Pflanzdecken darauf auszufüllen. Weil jetzt muss ich das erstmal von einer Ecke zur nächsten haken, um dann die fetten Beikräuter rauszukriegen. Aber hey, wenn man keine Arbeit hat, dann macht man sich halt welche. Und das gilt natürlich auch für den Schrebergarten hier in Berlin-Pankow. So, und jetzt ist es fertig. Man sieht hier, ach, die Tulpen dürfen stehen bleiben. Ob in lila oder rot. Sieht fast aus wie Mohn von der Farbzusammenstellung, finde ich hier. Und was wir auch sehen können, das habe ich dann stehen lassen, das sind so wilde Möhren. Und wilde Möhren sind ganz beliebt bei einigen Insekten. Irgendwer war da ganz verliebt drin. Wenn ihr es wisst, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Aber wie gesagt, hier dieses erste ebenerdige Beet ist jetzt, unterliegt es natürlich immer noch ein bisschen was rum. Bisschen an Grünzeug, was ich hoffe, was jetzt nicht alles wieder anwächst, direkt gleich wieder. Ihr seht, da habe ich, glaube ich, 5, 6 Eimer hier rausgeholt. Das war schon eine ganze Menge. Und was hier reinkommt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe überlegt, ob es die Kartoffeln werden oder auch was anderes. Hier drüben würde sich hier anbieten, ja, da sieht es noch schlimm aus und das werde ich dann im nächsten Schritt machen. Werde ich wahrscheinlich wieder irgendwas ranmachen, was sich schön rankelt mit dem Rankgerüst hier. Aber ob wieder Bohnen, das weiß ich nicht. Oder irgendwie eine schöne Kombination. Wenn ihr Ideen habt, da ist mein Handschuh runtergefallen, dann schreibt es doch gerne mal. Ja, was dann, wie gesagt, auch noch aussteht, hier sind diese anderen beiden ebenerdigen Beete. Ihr habt gesagt, naja, vielleicht solltest du den Grünkohl nicht mehr ernten. Der schmeckt wahrscheinlich nicht mehr so geil, so alt, wie der jetzt ist. Aber ihr seht auch hier super viele Gräser drin. Das geht in den nächsten Schritten auch genauso wie das hier. Was schon fertig war, das ist ja hier zum Beispiel das Jakonnenhochbeet. Also hier sind Jakönse drin und da gucken ja auch zwei raus. Hier eine. Und wo ist die zweite? Die war ganz klein. Dort. Da kam das letzte Mal in den Kommentaren, dass ich die Jakonnen doch erstmal langsam ans Licht gewöhnen sollte. Ups, habe ich jetzt nicht gemacht.
Ich hoffe, sie werden es trotzdem überstehen. Hier sind ja jetzt, wie viele waren das jetzt? 6 oder 7 Rhizome drin. Bin ich gespannt, wie die sich so weiterentwickeln. Ich habe ja auch noch mehr Rhizome und mal gucken, was damit passiert. Was richtig, richtig buschig schon wird jetzt hier ist der Mohn. Also diese eine riesige Pflanze hier und noch eine zweite riesige Pflanze, witzig auch, wie der Rhabarber hier sich durch die Totholzhecke doch noch durchmogelt mit ein paar dicken Stängeln. Aber auf den Mohn, da freue ich mich sehr. Und es wachsen ja im Garten auch überall kleine Mohnpflänzchen, weil der schön ausgesät hat. Wo wir beim Rhabarber waren, so sieht denn der blühende Rhabarber aus. Habe ich letztes Mal schon gezeigt. Und da gab es dann auch Kommentare, wie dass man ja die Blüte abmachen soll, damit die Kraft mehr in die Stängel gesetzt wird oder gesteckt wird. War mir jetzt egal, einfach weil es auch das erste Jahr ist und der da sowieso noch nicht beerntet werden soll, großartig. Fand ich jetzt nicht schlimm, dachte, hier freuen sich ein paar Tierchen dran. Aber natürlich, den Tipp gebe ich auch gerne weiter. Wer mehr Ertrag an seinem Rhabarber haben will, der soll die Blüte abbrechen, wenn sie denn kommt und gleich zu sehen ist. Ob es so viel bringt, ich weiß es nicht. Wer damit Erfahrung hat, also wirklich beides mal ausprobiert hat, Blüte stehen lassen und Blüte entfernen, gerne mal damit in die Kommentare auch, ja. Und jetzt kommt hier die große Freude bei mir auf, denn wo stehe ich? Ich stehe hier vor dem Gewächshaus und neben der Feige. Eine der Feigen, die ich zusammen mit Odonia das letzte Jahr gerettet habe, aus einem, nicht Kleingarten, sondern aus einem Garten in Dahlem. Und da sehe ich jetzt, da kommen kleine Knospen. Sie treiben wieder aus. Das ist richtig fantastisch. Also ihr seht das Grüne hier, das ist richtig fantastisch an verschiedensten Stellen. Und dann gucke ich mal. Ich denke, wenn da das an vielen Stellen ausgetrieben ist, dann werde ich die Stellen, die überhaupt nicht austreiben, da auch nochmal ordentlich zurückschneiden, damit die Kraft halt in die neuen Triebe gehen kann. Richtig schön, da freue ich mich. Und da muss ich auch gleich mal gucken, wie die Kaki aussieht. So, werfe ich mal den ersten Blick drauf. Ja, so ist er aus der Entfernung. So aus der Entfernung sieht das alles sehr, sehr trocken noch aus. Ja, aber das war bei der Feige tatsächlich letztes Wochenende auch noch so. Ich hoffe, hier kommt noch was. Ihr wisst ja, vor allem im Garten stirbt die Hoffnung immer zuletzt. Und ich schaue mir jetzt auch gerade noch mal die zweite Feige an. Also auch diesen richtig schönen Feigenbaum, auch der gerettet mit Hilfe von Audonia aus Dahlem. Aber auch hier sehe ich leider noch gar keinen grünen Austrieb. Ich habe echt die Hoffnung noch. Naja, schauen wir mal. Was meint ihr? Was wunderbar ausgetrieben ist und hier auch schon ziemlich groß ist. Verschiedene Sorten habe ich hier. Das sind, glaube ich, diese Riesenerdbeeren, die ich vom Gartennachbar Andi bekommen habe. Und das sind andere. Oder sind, die haben sogar schon Blüten. Richtig schön. Ja, das sind also Erdbeeren im Hochbeet. Und da bin ich auch mal gespannt, ob sich das lohnt, ob da irgendetwas mit denen passiert oder man ein bisschen naschen wenigstens kann. Ja, also da habe ich ja die letzten Male schon sehr, sehr stolz immer drauf geguckt. Die Kiwi-Beere hier, die treibt richtig schön aus an beiden Enden. Also nicht nur hier, sondern auch hinten am Haus wächst die jetzt wieder richtig schön. Das freut mich riesig. Ja, und am vergangenen Freitag habe ich zusammen mit René vom YouTube-Kanal Landlust Isan einen Livestream gemacht. Einige von euch waren da. War eine echt ungünstige Uhrzeit, das muss ich zugeben. 15 Uhr am Freitag, da müssen die allermeisten Menschen noch arbeiten. Und ich ehrlich gesagt normalerweise auch. Ich hatte mir an dem Tag nur den Freitag freigenommen. Das ging auch nicht anders, weil ich das Wochenende eigentlich komplett mit Arbeit zu tun hatte. Das hat sich dann aber irgendwie alles wieder geändert. Deshalb kann ich auch heute hier im Kleingarten sein. Aber ich verspreche euch, der nächste Livestream, der kommt dann mal am Wochenende zu einer christlichen Zeit, wie es so schön heißt. Und dann auch mit René. Wie gesagt, Landlust Isan heißt sein Kanal. Schaut da unbedingt mal vorbei. Da sind einige von meinem Kanal auch zu ihm gegangen und finden das richtig schön da. Der zeigt sein Leben im Isan und kann da Sachen anbauen, von denen ich nur träumen kann. Also wie zum Beispiel Mango, Jackfruit, Papaya. Also wirklich nur die allerbesten Sachen. Ja, jetzt stehe ich hier gerade vor dem wilden Beet.
Und das sieht, wie gesagt, auch weiterhin ziemlich wild aus. Hier darf ja wild wachsen. Muss ich nochmal gucken. Die nächsten Tage sollte das Sandarium ein bisschen von diesen Gräsern freigemacht werden. Ach, das mache ich heute gleich noch. Das sind ziemlich große Büschel. Die nehme ich da raus. Hier darf alles frei wachsen. Aber die Gräser würden tatsächlich alles irgendwann überwachsen. Ein paar Tulpen haben mir aber trotzdem auch den Weg reingefunden. Ja, Hochbeet. Da kommen schon wieder ein paar Beikräuter. Und Möhren habe ich hier auch schon ausgesät, die sind leider noch nicht zu sehen. Da bin ich mal gespannt. Eigentlich sollte es viel mehr regnen heute, tut's nicht. Aber ja, Regen und entsprechendes Wasser brauchen wir auch. Gucken wir mal, wie das sich die nächsten Tage entwickelt und nicht zu trocken bleibt. Das meinte letztens jemand, wo ich auch was sagte, ach, mit den Klimasicherungen, also dass wir hier ein bisschen in den Kleingärten mehr an das Klima angepasst gärtnern müssen, weil das heißeste Frühjahr oder so des Jahres, habe ich gesagt. Und dann hieß es gleich in den Kommentaren, naja, also wir hatten schon heißere Aprils, Mai, wie auch irgendwie so. Dachte ich, naja, gut, der April ist ja nur auch noch nicht vorbei. Außerdem ist, glaube ich, klar, was ich meine. Wir müssen einfach in die Richtung gehen, dass wir unsere Gärten klimafester machen, das heißt also hitzeresistenter machen. Das ist zwar heute noch nicht so, aber in Thailand haben wir in diesem Jahr wieder gefühlte Temperaturen von 50 Grad, also weit über 40. Das ist unmenschlich. Wird hier sicherlich nicht so kommen, aber nur wenige Grad Celsius nach oben bedeuten für viele Sachen hier im Garten, dass sie einfach nicht mehr so gut funktionieren. Also müssen wir dementsprechend auch umdenken und für unser Klima. Ach, und dann kam auch noch das Argument, ja, wir haben ja schon mal 2010 irgendwie ähnliche Temperaturen gehabt in einem bestimmten Monat. Wo ich sage, ja, 2010 ist quasi gestern im Erdzeitalter. Ja. 2010 ist nicht, ist für uns persönlich vielleicht schon fast 30 Jahre her wieder, aber im Erdzeitalter ist das wie gestern, also wie jetzt eigentlich. Von daher, egal, Klima kann man ja lange drüber reden, aber wer den Klimawandel heute noch leugnet, dem ist vielleicht auch dann einfach nicht zu helfen. Ich allerdings zeige hier etwas, weil ich vom Wasser gesprochen habe, was zu einem schönen Biotop hier im Kleingarten beiträgt. Und das ist mein Teich. Hier jetzt beschnitten, einige Gräser. Und ganz viele tolle Sachen hier immer zu sehen. Es sind die Molche, es sind die Frösche. Und Bienen holen sich hier auch schon ihr Wasser und die Köcherfliegen laufen richtig, richtig toll, wie sich das hier entwickelt. Und ich bin auch froh, da kann man im Sommer dann auch hoffentlich wieder schön drauf rumliegen auf dem Lottisteg. Ja, ansonsten füllt sich der Kompost langsam wieder. Klar, wenn Rasen gemäht wird, dann fällt Rasenschnitt an, die Sachen aus dem Teich und Co. Da gibt es also einiges, was jetzt wieder verarbeitet werden muss. Witzig, auch hier vorne findet sich mal wieder eine Erdbeere. Also Erdbeeren gibt es irgendwie immer im Garten, die wuchern ja auch. Das ist schon echt spannend und witzig, dass die Bäumchen wieder austreiben. Das war ja im letzten Jahr auch so, nur der eine nicht. Dazu, der ist wohl wirklich einfach mal komplett hinüber. Oi. Schade eigentlich. Ja, zuletzt wurde auch gefragt, ob der Ginster denn noch da ist, weil ich den so ein bisschen schrecklich fand. Aber eigentlich sieht er jetzt richtig, richtig toll aus. Und klar, den kann man wieder so ein bisschen beschneiden, dass er hier vielleicht nicht auf dem Weg raufsteht. Aber der ist eine Freude und ich hoffe, der riecht auf jeden Fall gut. Ich vermute, dass auch die Bienen sich daran schön erfreuen. Ja, die Magnolie ist durch, wie man sieht. Also zumindest die Blüten sind durch, ja. Und was nicht durch ist und jetzt richtig schön kommt, das ist der Rhabarber. Und auch mit einigen dicken Stängeln. Also da kann man auch schon mal wieder ein bisschen Kuchen draus machen, aber viele dünne auch, wo man dann eher so einen Kompott draus macht. Und die Stachelbeere hier auch schon richtig schön befruchtet. Ja, da ist sogar die Biene gerade unterwegs. Tulpen, richtig viele schön zu sehen. Diese Farbenpracht lockt natürlich auch die Bestäuber an, die sich dann hier auch um die Johannisbeeren kümmern. Hoffentlich fleißig. Ja, hier weiter, der Rhabarber sieht auch gut aus. Ist wohl mit der größte jetzt, hat auch zum Teil richtig schöne, große, dicke Stängel, aber halt nicht sehr viele. Die allermeisten sind super dünn und solange sie nur ein bisschen dünn sind und irgendwie auch noch verwendbar sind, habe ich die jetzt auch immer schon mal mitgenommen, auch mal auf Arbeit zum Beispiel, um dort
was zu vergeben. Und die Leute, die dann halt sowas gar nicht haben oder teuer im Supermarkt kaufen müssen, die freuen sich natürlich drüber. Und die ganz dünnen, die habe ich natürlich nicht mehr verschenkt, sondern die gehen wie die Rhabarberblätter auch immer, wenn ich den Rhabarber ernte, direkt als Mulch ins Beet. Und dann schauen wir mal drunter. Ja, da ist ordentlich Leben. Klar, Tigerschnee und Schnecken sind auch dabei, aber auch viele Kellerasseln und Würmer, die zum Zersetzen dieses Materials im Einsatz sind. Ja, der Streifen hier, der sieht ein bisschen trocken jetzt aus. Und warum ist das so? Naja, weil ich den letztes Mal ja ziemlich von so Unkräutern befreit habe. Aber die Pflanzen kommen jetzt auch und genau, die kommen jetzt auch und es ist eine Pracht. Ich hoffe, die Aussaaten werden hier richtig schön sein, damit sich die Natur daran erfreuen kann. Ach ja, Pfingstrose oder auch Bauernrose, kennen den Unterschied immer nicht. Ja, die hat zwar noch keine Knospen, aber wird dann hoffentlich auch bald in Aktion treten. So, und jetzt habe ich doch gedacht, ich packe es gleich mal an hier im Naturbereich, ja, also im wilde Blumenbeet, wie wir es so schön genannt haben. Denn hier geht es ja darum, das Sendarium, was mal angelegt worden ist vor langer Zeit, das müsste eigentlich frei sein von diesen, von diesen Gräsern zum Beispiel, ja, weil das einfach ein lockerer Sand sein soll. Und deshalb beschäftige ich mich jetzt auch gleich damit, habe gedacht, ich mache das gleich raus, genau wie diese Megagräser, die auf der, auf dieser Mulch, nicht Mulch, sondern auf dieser Lavafläche oder daneben sich eingenistet haben, denn die sollen, wie gesagt, frei sein von Gräsern. Dieses Sandarium hier, oder auch bei, gibt es auch ein YouTube-Video drüber zu, von meinem Kanal, dieses Sandarium hier zum Beispiel, ja, das bietet Unterschlupf für zahlreiche Wildbienenarten. Denn die wenigsten Wildbienen gehen hier in sowas. Die gehen direkt in den Boden, in den Sand. Und dafür haben wir das gemacht. Und damit es auch wieder vernünftig genutzt werden kann, werde ich das jetzt mal schnell in Ordnung bringen. Und da kann man hier echt nochmal so einen Riesenbüschel sehen. Geht dann zum Glück relativ einfach raus. Aber ja, das überwuchert dann auch alles ziemlich schnell. Sandarium ist jetzt fertig, ein bisschen aufgelockert auch. Ach, ich muss ja aufpassen, ich will jetzt nicht den ganzen... Da ist ja ein Vlies drunter, das will ich jetzt auch nicht mit rausreißen. Komisch, dass hier trotz des Vlieses so ein paar Sachen dann doch auch diesen kargen Boden für sich gewählt haben. Wie auch zum Beispiel so ein kleines Vergissmeinnicht. Ich sage ja, die Sonne scheint, aber der Wind ist so stark. Ich baue jetzt auch ab, räume meinen Kram zusammen, nachdem ich hier noch dieses Hochbeet fertig gemacht habe. Das habe ich jetzt auch. Oh. Fast unkrautfrei gehabt, muss man jetzt mal sagen. Also so, jetzt aber, hier sind noch zwei Porree, zwei Lauch, die sich selbst ausgesät haben von dem da hinten. Ja, da habe ich gedacht, mal gucken, vielleicht werden das ja leckere Porree. Dann habe ich auch jetzt, wie gesagt, das Sandarium fertig gemacht. Da ist jetzt auch das Grünzeug wieder rausgegangen, kommt schon die erste Wespe gucken. Und das wilde Blumenbeet, da habe ich auch die Gräser rausgenommen. Ja, Leute, es ist ein Auf und Ab hier im Garten mit dem Wetter, mit den Emotionen. Wie ihr seht, ich bin wieder mit viel Elan dabei und hoffe, dass ich dann ab dem nächsten Wochenende auch schon ein paar Sachen hier einpflanzen kann, noch mehr aussehen kann. Ich muss aufpassen wegen den Eisheiligen. Ihr habt recht, es soll jetzt auch noch mal richtig kalt werden. Aber ich glaube, es geht langsam in die Richtung, wo hier was passieren kann. Zu den Kartoffeln, da habe ich letztes Mal gefragt, wann die denn raus sollten. Und da hieß es, steckst du sie im April, dann kommen sie, wann sie wollen. Weiß nicht. Und machst du sie im Mai, dann wird es schei. Ich weiß es nicht. Hab's vergessen. Da gab es einen Spruch jedenfalls. Also man sollte wohl doch lieber warten bis zum Mai. Dann sind die Chancen besser. Und der ist ja auch bald. Mal gucken, wie lange ich mich noch zusammenreißen kann. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Start in die neue Woche. Hoffentlich hattet ihr auch bei dieser Folge wieder schön viel Spaß. Alles Gute wünscht euer Robert mit den dreckigen Handschuhen. Ciao.